Stadtkommando. Liebe Zuschauer, wir melden uns heute noch einmal von der Wedding Dress Nummer 6 aus der Brunnenstraße 64. Und wie Sie sehen, es ist doch eine ganze Menge los. Gestern war die Eröffnung und da kann man sagen, sind hier eine ganze Menge unterwegs. Da hinten sind Stände aufgebaut. Hier sitzen die Leute in der Lounge. Und ja, da haben wir auch schon einen, der uns kennt von gestern. Mal rankommen. Ihr seid heute den zweiten Tag hier, ja? Ich bin den ersten Tag hier. Und was habt ihr heute schon so gesehen? Von der Fashion Week meinst du? Ich nicht allzu viel. Ich habe sogar versucht, mich ein bisschen rauszuhalten. Aber hier, die Jungs sind groß dabei. Ich habe auch noch nicht viel gesehen. Gut. Sorry. Okay, das war also mal ein Versuch in dieser Art und Weise. Dann gehen wir weiter. Auf die Damen fragen. Hallo, wunderschönen guten Tag, das Berlin-Fernsehen. Darf ich Sie mal... gut, ich will also auch nicht. Tja, das ist eben, wenn man das eben hier so live und frisch und flockig vom Hocker macht, nicht so einfach. Aber wir werden schon den einen oder anderen finden. Ich mache jetzt... Die Dame lutscht gerade an ihrem Eis. Hallo, wunderschönen guten Tag, das Berlin-Fernsehen. Fällt es Ihnen hier heute? Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich es sehr gebastelt finde. Und ich fand es letztes Jahr schöner. Was war im letzten Jahr schöner gewesen? Ich fand, es waren interessantere Designer da, es waren interessantere Sachen da, die waren schöner verarbeitet. Und dieses Jahr, mein persönlicher Geschmack, gefällt es mir nicht so gut. Ja, manchmal so. Und bei Ihnen? Ich schließe mich der Meinung an. Ja. Gut, aber trotzdem ist es ja schön, man kann hier sitzen und es ist lauschig. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Weiterhin noch viel Spaß. Danke. Ebenso. Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch eine andere Meinung finden. Und ja, hallo, wunderschönen guten Tag, das Berlin-Fernsehen. Wie gefällt es Ihnen hier heute? Super schön, abwechslungsreich, aber ja, ich bin ja lecker am Frozen-Joghurt futtern. Ja, genau. Der junge Mann, der will nichts sagen, wunderbar. Ja, ich glaube, das ist erstmal für den ersten Eindruck das Richtige, beziehungsweise wir melden uns gleich nochmal wieder.